Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Und wir sind wieder in einem React und zwar in einer Folge vom realen Irrsinn. Das Ganze heißt Leerfahren der ICE zwischen Dresden und Chemnitz. So, jetzt habe ich mich auch schon versprochen. Da ist schön für den Spaß in der Folge gesorgt. Wir gucken uns zusammen an, was es damit auf sich hat. Es ist wieder mal ein schöner Spaß mit der Deutschen Bahn. Das könnte schon fast ein eigenes Genre werden. Spaß mit der Deutschen Bahn. Das erinnert mich jetzt irgendwie an RTL Samstagnacht früher. Die drei mit der Mütze, aber das war die Telekom. Okay, also wir starten rein, gucken uns an, was es mit dem leerfahrenden ICE zwischen, oder mit dem leerfahrenden Intercity zwischen Dresden und Chemnitz auf sich hat. Chemnitz hat einiges zu bieten. Große Parks, schöne Jugendstilarchitektur und rauschende Feste. Doch eines hat hier lange gefehlt. Lasst mich raten, die Anbindung an die ICE-Strecke. Und ich war selbst noch nicht in Chemnitz, aber ich habe von Verwandten, die ich da mal hatte, gehört, dass Chemnitz wirklich eine schöne Stadt sein soll. Das war allerdings noch zu Zeiten, wo man keine Kritik über die Stadt üben dürfte. Der schnelle Weg raus aus Chemnitz. Wir hatten 16 Jahre lang de facto keinen überregionalen Bahnanschluss. Ja, doch, ja, hat was. 16 Jahre, kein überregionalen Bahnanschluss. Eine S-Bahn ist schon teils überregional, also teils, nicht immer, aber teils. Und ich denke mal, es werden auch Fernzüge dort gefahren sein. Ansonsten, wie sollt ihr da weggekommen sein? Doch hier fährt er ein, der Heilsbringer für die ganze Region. Der IC 2270. Seit Juni schließt er die Stadt an die große, weite Welt an. Kleiner Fun-Fact, den ich jetzt einfach mal so in den Raum werfe, weil ich vermute, dass es genau darum geht. Es interessiert in Chemnitz keinen und keiner will in die große, weite Welt. So viele Jahre später, das wieder hinzubekommen, ist eine große Geschichte. Ist einfach, wenn ich das sagen darf, einfach nur ein geiler Tag. Absolut. Ein Fernzug in Chemnitz. Wie geil ist das bitte? Und bei der Verbindung gibt es noch einen ganz besonderen Clou. Dafür gibt sich die Bahn ganz besonders Mühe, wie sie leider nur schriftlich mitteilt. Da es in Chemnitz keine Möglichkeiten gibt, die Züge zu reinigen sowie eine Instandhaltung zu gewährleisten, werden die Züge von nach Leipzig oder von nach Dresden überführt. Habt ihr das jetzt nicht verstanden? Also die können nicht gereinigt werden und deswegen werden sie woanders hingeschickt. Als würde in jedem Bahnhof gereinigt werden. Habt ihr euch schon mal die Züge der Deutschen Bahn angeguckt? Manchmal hat man das Gefühl, die werden überhaupt nicht gereinigt. Heißt, der ICE kommt morgens um 6.26 Uhr extra leer, aber sauber aus Dresden angefahren. Und um 8.26 Uhr kommt ein weiterer ebenfalls leer angefahren aus Dresden oder manchmal auch aus Leipzig. Dann fährt er wieder über Dresden zurück nach Berlin mit Fahrgästen. Abends geht es dann wieder leer zurück nach Leipzig oder Dresden zur Reinigung. Das ist sinnlos. Das ist nicht nur sinnlos, das ist völlige Energieverschwendung und das, wo wir doch jetzt alle Energie sparen müssen. Also wirklich, das geht gar nicht. Ja, genau. Der Bahn macht ihre eigenen Gesetze. Ja, das ist klar. Und warum kann er denn nicht von Chemnitz nach Dresden noch Personen mitnehmen? Naja, ausgeschrieben war nur die Strecke Chemnitz-Berlin-Ostsee. Da kann man ja nicht einfach die kurze Strecke Dresden-Chemnitz auch noch bedienen, nur weil der Zug eh fährt. Und auf seiner eigentlichen Route bietet der neue IC unschlagbare Vorteile, schreibt die Bahn. Ohne Umstieg erreichen Reisende aus der Region Chemnitz somit umsteigefrei den Flughafen Berlin-Brandenburg sowie weitere Städte und touristische Ziele. Also, der Flughafen Berlin-Brandenburg, nach all dem, was die da fabriziert haben, würde ich in dem nicht mal umsteigen, wenn ich einen Flug dahin geschenkt bekäme. Zum anderen mal, der Zug fährt doch eh da lang. Warum nehmen sie da... Also, die Bahn regt sich auf, sie kriegt nicht genügend Geld, weil einfach die Fahrgäste nicht mitfahren. Dann gibt es eine Möglichkeit, Fahrgäste von A nach B zu transportieren, wo der Zug sowieso fährt. Und sie nehmen sie trotzdem nicht mit. Also, die Fahrgäste, man weiß ja nicht, ob es welche geben würde, aber rein theoretisch könnte es ja so sein und dann wäre es doch praktisch, die gleich mitzunehmen. Und der Zug hätte dann auch noch einen Sinn und nicht einen Unsinn. Aber dann hätten wir keinen realen Irrsinn. Ohne Umstieg, somit Umsteige frei? Ja, schon verstanden. Endlich direkt nach Berlin dank des IC.
Bisher musste man dafür zunächst den Regionalexpress nach Leipzig nehmen. Voll der alte Rumpelzug. Dauert doch bestimmt ewig, vor allem mit der ganzen Umsteigerei. Man kommt über Leipzig mit diesem Zug schneller nach Berlin, muss dann zwar in Leipzig umsteigen, hat dann 45 Minuten Wartezeit, ist aber trotzdem schneller insgesamt in Berlin als mit den schönen modernen Intercity. Und das ist ein bisschen das Verrückte an der Sache. Verkehrsplanung, gleich null. Mehr kann ich dazu nicht sagen irgendwie. Der Regionalzug schlägt den IC in Sachen Schnelligkeit trotz langer Umsteigezeit? Aber noch schneller wäre doch ein direkter ICE Chemnitz-Berlin. Aber ICEs gibt es ja hier leider nicht. Doch einen ICE haben wir tatsächlich in Chemnitz. Der ist jetzt hier neben mir und den bringen wir jetzt mal zum Fahren. Kostet nur 1 Euro, also günstiger als das 9-Euro-Ticket. Perfekt, oder? Und immer zuverlässig und pünktlich ist er auch noch. Ja, unser ICE. Ja, das war jetzt wieder die perfekte Folge realer Irrsinn. Und ich muss sagen, es passt. Es passt definitiv. Also, irrsinniger kann es gar nicht sein, als das, was wir jetzt da gesehen haben. Und ja, es ist wirklich fun mit der Deutschen Bahn. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, und ja, irgendwie ist es lustig. Lustig, ja, genau. So, ich mache auch, lasse auch hier, wie ihr gerade gesehen habt, ein Like da. Das könnt ihr natürlich auch machen, und auch ein Abo könnt ihr da lassen bei den Kollegen von Extra 3. Link dazu ist auch wieder da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und, wenn ihr sowieso gerade hier bei mir auf der Seite seid, also ich meine, wenn ihr jetzt auf Twitch seid, dann könnt ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, mir ein Follow da lassen. Das wäre natürlich ganz schön. Vor allen Dingen, dann erscheint ihr da unten, da, glaube ich, in dem Feld als Last Follower, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr auf YouTube das Ganze schaut, könnt ihr da unten auch ein Like und ein Abo hinterlassen. Und da unten ist dann auch noch die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Aber wenn ihr mal live auf Twitch dabei sein wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich machen, wie das hier unser Kisten gerade gemacht hat. Und könnt mir solche Anregungen auch gleich in den Chat schreiben. Dann kriege ich sie gleich mit und versuche sie dann umzusetzen. Mir bleibt jetzt sozusagen, ja, ich freue mich auf die nächste Folge vom realen Irrsinn und sag euch bis dahin, tschüss, eure Josie.